Ich müsste lügen, würde ich behaupten, mich nicht auf all die verblüfften Gesichter bei meiner Rückkehr zu freuen. Langfristig gesehen aber bin ich einfach der Meinung, dass wir viel von den Invitariatern lernen können. Eine Zivilisation wie diese ist sicherlich erstrebenswert. Ein Vorbild für Rautals Ganzes, nicht nur für seine Bevölkerung. And I want to prove that all of this is worthwhile. Traveling, seeing the world for what it is. It's been so different from sitting in the Chanter Hall and studying books. Und ich wollte beweisen, dass all diese Mühe wert ist. Zu reisen, die Welt zu sehen, wie sie ist. Es hat sich auch sehr davon unterschieden, in den Sägerhallen zu sitzen und Bücher zu lesen. Was, du bist den ganzen Weg gekommen, bloß um bei der Auseinandersetzung zu gewinnen? More or less. It wasn't a popular theory when I suggested it. The idea that we shared the Tanvi Oratoha with some older culture, I mean, doesn't mean it's not true. Ja, mehr oder weniger. Als ich sie vorschlug, war diese Theorie nicht gerade beliebt. Ich meine die Vorstellung, dass wir das Tanvi Orator mit einer anderen Kreatur teilten, Kultur teilten. Heißt aber nicht, dass sie nicht stimmt. It doesn't help that my family is from the Deadfire Islands. If I had a copper pond for every chanter who suggested that it's just not in my nature to conquer. My siblings, my parents, they make up for it. They build walls and cannons and ships. Dass meine Familie von den Todesfeuerinseln stammt, ist nicht gerade hilfreich. Wenn ich für jeden Sänger, der mir vorhielt, Eroberungen liegen nicht in meiner Natur, einen Kupferpfand bekommen würde, dann... Meine Geschwister und meine Eltern machen das wieder gut. Sie bauen Mauern, Kanonen und Schiffe, also du würdest kein Kupferstück bekommen. I've tried to explain. It isn't that I think those things aren't necessary. But if Rauatai closes itself off from trade, turns on its own people over tradition, we will fall behind. And then we'll be the ones getting conquered. I think my father tries to understand at least. Ich habe es zu erklären versucht. Es ist ja nicht so, als wären diese Dinge nicht notwendig. Wenn sich Rautai aber selbst vom Handel abschotten und sich im Namen der Tradition auf das eigene Volk beschränkt, dann werden wir zurückfallen. Schließlich werden dann wir diejenigen sein, die man erobert. Ich habe meinem Vater versucht, es zumindest zu verstehen. Ja, das kann passieren. Hätte die Steintafel nicht schon längst zerbröseln sollen? Much of Ingrid's writing is lost to us, but an engraving would survive. I found several tablets at the site in Exometum. The scholar Gabranos, in particular, seems to have been fond of writing on the walls. I may have to ask you to help me carry it, if it's a large stone. Sehr toll. Viele von Ingrid's Schriften sind verloren gegangen, aber eine Gravur sollte die Zeit überdauert haben. Bei der Stätte Xamytl habe ich mehrere Tafeln gefunden. Anscheinend haben besonders die Gelehrten Gabranos Gefallen daran gefunden, auf Wände zu schreiben. Aber wenn es ein großer Stein ist, dann musst du mir eventuell beim Tragen helfen. Klingt langweilig, überspringen wir mal. Dann beschreib mal deine tugendhaften Bürger. Beautiful, learned, honest. The sticking point is loyal. Loyal to the people of Rauatai, above all others. Fearless in their defense, and bold in aspiration. Tireless in battle or industry. An inspiration to one's people. Pflichtbewusst, gebildet, ehrlich. Kader zuckt mit den Achseln, wobei er sein breites Lächeln nachlässt. Der Streitpunkt ist loyal, vor allem royal gegenüber dem Volk von Rauatai. Furchtlos bei seiner Verteidigung und kühn im Streben. Unermüdlich in der Schlacht und dem Fleiß, dem eigenen Volk eine Eingebung. But it seems it's not that far a leap from there to the idea that we must cast out foreign influences. Aber anscheinend ist es von diesem Gedanken gut zur Auffassung, dass wir alle ausländischen Einflüsse vertreiben müssen. Kein weiter Schritt mehr. Ja, Und das zu sein strebst du an? Doesn't everyone want to be a good citizen? Will nicht jeder mal ein guter Bürger sein? Kader sieht weg. Nein, die ganzen Verbrecher nicht. Und du denkst, dass die Autoren irgendwie Tariader waren? I don't know that the distinction is necessarily important. Rauatai has a long history, and our people have come from many different places.
It matters less who wrote it than that I have found pieces of the verses all around the world. Ich bin mir nicht sicher, ob die Unterscheidung unbedingt wichtig ist. Raotai hat eine lange Geschichte und unser Volk ist aus vielen unterschiedlichen Orten zusammengekommen. Wer es geschrieben hat, ist nicht so wichtig wie die Tatsache, dass ich Stücke der Verse auf der ganzen Welt gefunden habe. Wherever it came from, it will be Raotai that decides what becomes of it. All the races and peoples of our kingdom coming together to create a great empire. Wo auch immer es hergekommen ist, Raotai wird entscheiden, was damit geschieht. Alle Rassen und Völker unseres Königreichs werden gemeinsam ein Großreich bilden. Das klingt nach dem Luftschloss. You see then, that I am loyal in my way. Kana hustet und lächelt verlegen. Du siehst also, dass ich auf meine Art loyal bin. Sehr schön. Andere Fragen. Du wirst vom bleiernen Schlüssel verfolgt. So sieht es aus. Das ist alles ziemlich absurd. Welchen Schaden könnte ich Ihnen wohl durch das Finden dieser Texte zufügen? Vielleicht mögen Sie Raotai einfach nicht. Wie hat das alles angefangen? Ich bin in der Dir auf Sie gestoßen, oder eher, Sie haben mich aufgesucht. In der Dir gibt es viele Leute, die egyptische Ruinen im Dürrwald beobachtet hatten, und ich verbrachte einige Zeit im Gespräch mit Experten. Ja, der bleierne Schlüssel, der hat auch diese Ruine, wo wir zum Wächter wurden, aktiviert. In den Büchereien habe ich Berichte über Städte der Xamantel gefunden und an ihn reiste ich als nächstes. Kurz davor aber näherte sich mir eine Frau in einer dunklen Robe, die mir nahelegte, zum Wohle meiner eigenen Sicherheit meine Studien niederzulegen. Ich ignorierte sie natürlich, bald aber beschlich mich das Gefühl, dass man mich verfolgte und später, naja, in den Hinterhalt unterwegs hatte ich ja noch Pech nennen können. Aber drei. Wer sind diese Leute? Ich dachte mir, mich als Revanche in ihre Aktivitäten einzumischen. Wäre nur gerecht. Ich fand Hinweise auf einen bleiernen Schlüssel. Darüber hinaus aber war alles Phantasterei und Aberglaube. Ich hätte genauso gut durch die Gegend laufen können und die Leute nach einem fliegenden Wal fragen. Sicher, irgendjemand hätte am Ende doch Ja gesagt, aber der Wahrheitsgehalt wäre das nächste Problem gewesen. Okay, toller Vergleich. Du scheinst diesbezüglich aber nicht sonderlich besorgt. Viel Glück hatten sie nicht. Der letzte von ihnen schlich sich an meiner Ausgrabungsstätte an mich heran und rutschte auf einem schlammigen Balken aus. Was für Möchtegern-Assassinen haben die da bitte? Wohl aus einer Reflexhandlung heraus versuchte ich ihn noch aufzufangen, aber er stürzte hinunter und über 30 Meter tief. Ich bin nicht ganz sicher, was ich sich vorgestellt hatte, aber das war bezweiflich. Okay, ich habe noch andere Fragen. Weißt du etwas über diesen Ort? Wenigstens kenne ich die Geschichte. Hier an dieser Stelle fand der Widerstandskrieg ein Ende. Dieses Viertel war jetzt doppelt so groß wie jetzt. Sie legten den Sumpf trocken und errichteten weiter draußen entlang der Küste einen Deich. Ein Geschenk von Ondra, verstehst du? Ein dem Meer abgewonnener Landstrich. Während der letzten Schlacht strömten enderianische Soldaten in das Viertel, worauf die kaiserliche Flotte die Stadt mit Kanonenfeuer aus dem Boot bombardierte. Die schlaue gelbe Medra aber hatte sie in eine Falle geführt. An diesem Tag hing der Kafla Depp am Himmel und mit ihm kam die Liebehaftflut und ein heftiger Sturm. Das Meer erhob sich und zerschmetterte die Schiffe an den Adra-Deichen. Viele der Soldaten ertranken. Zum Abschied aber hinterließen die Kaiserlichen eine klaffende Wunde. Auf dem Rückzug rissen sie den Uferdamm ein, worauf sich Ondra ihr Geschenk zurückholte. Oh. Toller Text. Tolle Philosophie. So, dann reden wir doch mal mit Sagani. Was hast du auf dem Herzen? Ich möchte mehr über dein Heimatland erfahren. Erzähl mir von Itomak. Was machst du denn zu Hause auf Nasitak? Ich jage auf lange Strecken. Ich verfolge mit einigen der anderen Frauen wild über die ganze Tundra. Normalerweise stellen wir Karibu und Ochsen nach, aber wir legen auch Hasen und Vögel. Das müssen größere Vögel sein, weil sonst ist da nicht viel Fleisch dran.
Es ist eine gute und angenehme Position. In Begleitung meiner Freundin und Schwester Sophie von Darcy Tuck zu sehen. Das gehört in Mazuk zu den Freuden des Lebens. Erzähl mir von Itomak. Sie kratzt ihn hinter dem Ohr. Ein guter Jäger, aber er ist nicht sehr gesprächig, womit ich aber kein Problem habe. Wenn wir in Nassitak auf die Jagd gehen, nehmen wir fast immer unsere Füchse mit. Sie helfen uns beim Aufspüren und Aufscheuchen vom Wild und sie verteidigen uns furchtlos gegen Bären und Schneeleoparden. Der schlaue Itomak ist schon immer mein Lieblingsfuchs gewesen. Er wedelt mit seinem buschigen Schwanz. Wie niedlich. Hast du Familie in deinem Dorf? Natürlich. Wir würden niemals eine Frau schicken, die keine Gelegenheit hatte, sich einen Partner zu suchen und ein paar Kinder zu haben. Na, sehr toll. Machst du dir keine Sorgen um deinen Ehemann? Machst du Witze besser als ich schießt niemand den Mazuk. Also keiner würde sich an ihren Ehemann ranmachen. Erzähl mir von deinen Kindern. Ich hatte 5. Yakuna, Estuja, Nayu, Anik und Malak. Estuja und Anik starben während langer Hungerwinter. Oh, das tut mir leid. Malak Jüngster konnte noch kaum sprechen, als ich ging. Sie kratzt mit einem Finger am Griff ihres Jagdmessers entlang. Wenn ich nach Hause komme, wird er mich wahrscheinlich gar nicht erkennen. Sie blickt finster rein und lässt ihre Hand vom Messer fallen. Selbst in Dassitak verbringe ich meine Zeit meistens auf der Jagd. Dort aber fällt es mir leichter, sie zu genießen, weil ich weiß, dass ich sehen werde, wie meine Familie über unsere Beute freut. Wie sich meine Familie über Beute freut. Und wie ist dein Ehemann? Kano ist ein guter Mann. Während ich auf die Jagd ging, hat er unsere Kinder wohl erzogen und uns ein starkes Zuhause gebaut. Unsere Eltern versprachen uns einander, als wir noch jung waren. So läuft es normalerweise nicht bei uns, aber unsere Eltern trafen eine gute Wahl. Sie lächelt. Anfangs lernten wir einander als Gefährten zu schätzen, dann als Freunde und dann, naja, du weißt ja, wie es läuft. Hinter dem Streifen Gesichtsfarbe deutet sich ein leichtes Erröten an. Das ist alles. Sie nickt. Was denkst du über meine Suche? Sie holt es die Stirn. Zu wissen, was man jagt, ist recht hilfreich. Man hat viel Spuren nachzugehen, aber wohin sie einen führen, kann man nur erraten. Mich interessiert deine Suche nach Persok. Ich werde dir sagen, was ich kann, aber Tanek Ilizaks Wahlfahrten wie meine sind selten. Warum hat dein Volk diesen Brauch? Sie zieht das Bärenfigürchen aus ihrem Beutel und fährt mit einem Finger über seinen glatten Rücken. Das ist etwas, was wir schon immer getan haben. Die Ältesten sagen, dass dieser Brauch ursprünglich begonnen wurde, um die Beziehung zu anderen Dörfern zu festigen. Man kann sich nur schwer wegen Karibu-Herden bekriegen, wenn es auf der anderen Seite jemanden gibt, den man respektiert. Tolle Logik. Außerdem sind wir der Ansicht, dass uns die Weitergabe unserer Geschichte auf diese Weise stärker macht. Und es hilft ihnen, den Ältesten, zu uns zurückzukehren, nachdem sie mehr als eine Generation lang von uns weg waren. Dann können sie die Erfahrungen nutzen, die sie im Verlauf mehrerer Leben angesammelt haben, um das Dorf wieder vorzustehen. Werden Älteste üblicherweise so weit entfernt vom Dorf wiedergeboren? Meistens kehren sie an einen Ort irgendwo in Nassitak als Angehöriger eines anderen Dorfes zurück und sie werden unter den Glamfällen im ewigen Weiß wiedergeboren. Auch dann ist es schwer zu sagen, was gewöhnlich ist. Ein neckisches Grinsen zaubert ihr Fältchen neben die Augen. Als mein Großvater ein Junge war, kam der Älteste als Eisbär zurück. Die für die Aufgabe ausgewählte Jägerin musste die Hälfte der Taten ihres Dorfes aufsagen, während sie vor dem Biest wegrannte. Oh, das ist böse. Ihr Gesichtsausdruck wird wieder ernsthafter. Trotzdem hat es schon Reisen gegeben, die länger als meine waren. Einige dauern Jahrzehnte und die Jägerin kehrt nicht immer zurück. Du garantiert. Was passiert, wenn der Älteste gefunden wird? Das hängt von dem Mann oder der Frau ab, zu dem er oder sie geworden ist. Am einfachsten ist es, wenn sich die Wiedergeburt in einem anderen Dorf in Nassitak ereignet, wo der Bau verstanden wird. Selbst im ewigen Weiß und auf den Südinseln des Todesfeuerarchipels verstehen die Völker diesen Brauch und es heißt einen recht freundlich willkommen, auch wenn sich ihre Seelen nicht erinnern. Sie zuckt mit den Achseln. Manchmal aber findet man jemanden, dessen Seele keine Erinnerung an das Dorf hat.
worauf man ihm von Leuten erzählen muss, die sich noch an ihn erinnern. So entmutigend das auch sein mag, man hofft, dass diese Erinnerungen der Seele in einem zukünftigen Leben helfen werden. Sehr poetisch, tiefsinnig.